Hallihallo, Hallöchen, meine Lieben. Na, geht's euch gut? Ich hoffe, ihr hattet einen wunderschönen Donnerstag bisher. Und ihr habt Bock drauf. Heute spielen wir ja nicht per se was. Heute ist es ja der Denksport-Donnerstag, für alle, die das nicht kennen. So das kleine Quiz-Format, so ein bisschen von mir. Das kommt im Nachgang. Wir werden gleich noch ein Kreuzworträtsel lösen. Beziehungsweise ich werde eine versuchen, wieder mal meine Bestzeit zu schlagen im Kreuzworträtsel. Ich muss mal eben gucken, was denn da meine Bestzeit war das letzte Mal. Und während ich einmal suche, werde ich auch den Kuro einmal ziehen. Hallöchen, Kuro. Hallöle. Warte mal, das wurde ja hier immer alles so schön abgedatet. Hey, Kuro hat geschlafen die letzten beiden Male. Ich hatte im August 5 Minuten 53 auf der Uhr und ich glaube, das war tatsächlich mein bester Durchgang. Genau, 5 Minuten 53 hatte ich noch auf der Uhr. Sehr schön, sehr schön. Die gilt es zu schlagen. Wobei ich jetzt ja schon länger kein Kreuzworträtsel mehr gemacht habe. Also es wird spaßig. Aber was? Fragen, das ist wirklich dein letztes gewesen im August? Nee, ich glaube, ich habe danach nochmal eins gemacht. Ja, im Oktober gab es dann nochmal ein. Aber da hatte ich nur noch 2 Minuten 37 auf der Uhr. Das war nicht so erfolgsversprechend. Ja, aber das war ja auch die Phase, wo man gemerkt hat, dass es mit mir nicht ganz so... Nicht mehr, dass ich nicht mehr ganz so oben auf war. Aber das ist ja Gott sei Dank Geschichte. Und das ist eigentlich eine wunderbare Überleitung zu dem heutigen Thema, mehr oder weniger. Und zwar geht es so ein bisschen um den Jahresrückblick. Und Hallöchen, Digibu. Moin, Digi. 2023 ist ja noch lange nicht vorbei. Ne? Wir haben ja noch einen Monat vor uns. Und im Dezember wird man ja eigentlich totgeschmissen mit Rückblicken und Vorausschauen und Hasse nicht gesehen. Und da wollte ich einfach mal so in die Runde fragen, was war denn bisher euer schönstes Erlebnis 2023? Egal, ob selber erlebt oder im Bekanntenkreis mitgekriegt oder auf der Welt passiert. Das könnt ihr gerne mal in den Chat schreiben. Ich weiß nicht, ob da ad hoc Kuro was beitragen möchte. Ich bin gerade voll am Überlegen. Du bist gerade... Ich weiß gerade nicht. Du bist gerade voll am Überlegen. Also ich kann so ein bisschen zurückblicken, wenn ich das jetzt streamtechnisch oder jetzt hier einfach mal auf diesen Twitch-Kosmos zurückführe. MadBad schrieb gerade, dich kennengelernt zu haben. Oh. Schleim. Genau das. Alex schreibt, schönstes Erlebnis bisher, dass im Jahr 2023 nur noch ein Monat übrig ist. Fühl ich. MadBad schreibt weiterhin und die ganzen tollen Leute bei Twitch. Ja, das nehme ich tatsächlich auch als Aufhänger, denn 2023 war für mich ein sehr, sehr weirdes Jahr. Aber auf einer positiven Art und Weise. Ich streame ja schon seit 2021, Januar, Februar angefangen. Und das Ganze wächst und wächst und wächst. Und das ist eigentlich das Schöne, dass, also nicht, es ist schön, dass es wächst, ja, aber was das richtig Geile daran eigentlich ist, es wächst so harmonisch und nicht so übertrieben. Also die Leute, die so dazukommen, egal, MadBad, Digiboo, ihr seid ja alle dieses Jahr irgendwie so ein bisschen dazugekommen, aber auch die schon unfassbar lange mit dabei sind, wie zum Beispiel Alec, Kuro, wobei Kuro ist, glaube ich, auch schon etwas länger mit dabei. Es ist halt fabelhaft, wie sich die Leute mischen.
ich sag's so, wie es ist, auf der Straße oder so, wäre ich wahrscheinlich niemals in die Situation gekommen, euch kennenzulernen, außer man liegt irgendwie auf der Straße und man hilft ihm wieder hoch oder ihr oder keine Ahnung. Also das ist irgendwie ganz, 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 ganz weird für mich. Und wenn ich jetzt mal so gucke, so von Anfang an, das sind so viele Leute dazugekommen, auch wenn ich jetzt von 2023 an gucke, warte mal, wo fängt denn das hier an? Um jetzt nur einfach ein paar Beispiele zu nennen. Mal gucken. Renja und Yumi zum Beispiel oder auch die Jasmine. Jetzt als Beispiele. Hilda, wie sie alle heißen, alles Persönlichkeiten, wo... Vervari hat gerade die Verstrahlung aktiviert. Moinsen. Moinsen. Hallöchen, Rivari. Das sind alles Menschen, die ich so wahrscheinlich niemals hätte kennenlernen können. Und Dankeschön für das Resub im 5. Monat schon. Holy moly. Dankeschön. Und das ist krass. Also allein dieses Wachstum dieses Jahr ist übel. Und was mir persönlich sehr, sehr nahe ging, war, als ich Planet Zoo gestreamt habe und Twitch Beam da plötzlich reingeschneit kommt mit einer Riesenmenge an Leute. Oder als wir Anno gespielt haben und plötzlich WB rüber geradet ist und ich hier saß und gar nicht mehr wusste, was jetzt Sache ist. Das sind so Sachen, ich spreche da von einer Größenordnung mit einem Raid von 400, 500, 900 Leuten. Da sitzt man dann da und denkt sich, heilige Scheiße, was passiert hier denn gerade? Zu dem Zeitpunkt sind da mehr Leute auf einem Schlag, die mir zugucken, als Leute, die mir folgen. Und so, vor allem sind das dann auch noch Leute, die mich geprägt haben, unwissentlich. Anno habe ich irgendwann wirklich nur wegen WB angefangen zu spielen und dann so ein Raid zu kriegen, ist halt heavy. Hallöchen Saibi, hallöchen Bergi. Das ist halt schon anders wild gewesen. Na, wie geht's euch? Was war denn euer schönstes Erlebnis 2023? Bin da jetzt gerade so ein bisschen im Redefluss und ich werde auch gleich auf den Chat noch mit eingehen. Ansonsten, fern losgelöst von diesen Twitch-Erfolgen, war das Quittieren meiner Arbeit das schönste Erlebnis 2023. So rückblickend betrachtet. Ich wollte gerade auch mit sowas anfangen. Also nicht, dass ich die Arbeit quittiert habe, aber dass ich das sinnvolle erste Mal wieder mit Leuten reden konnte und mich daran erfreut habe. Hallöchen Corish und Hallöchen Fluffy, auf dein Wohl. Ohne dass die Leute überhaupt wissen, dass sie das dafür verantwortlich sind. Das ist halt schon was. Oh, und natürlich, dass meine Auszubildende die beste Abschlussprüfung geschrieben hat, die man sich vorstellen könnte. Da ist mir auch das Herz aufgegangen. Das glaube ich. Und Hallöchen, Fu. Da bin ich auch, ich habe ja auch meine Bachelorarbeiter und so in die Jahre ein bisschen durchgekriegt. Mhm. Und da bin ich jetzt dieses Jahr gesegnet und mit ein paar richtig guten, die auch mit 1,0 da durchgejagt sind. Und das macht schon was mit einem. Ich meine, irgendwie ist man auch stolz darauf, dass diese kleinen Lütten Scheißer, die da irgendwie unter einem gearbeitet haben, dann doch irgendwann die Kette bekommen haben, oder? Ja, das glaube ich. Da kriegt man sowas wie Vater- und Muttergefühle. Das ist irgendwie so. Ja, weißt du, du merkst dann halt an dem Punkt, okay, die ganzen Nerven, die ganze Zeit, das ganze Wissen, was du da reingepumpt hast, hast du gut gemacht, sodass da was bei rumgekommen ist. Und Fuhai, by the way, der wird sich auch nicht von der Farbe her wechseln, weil das sieht dann kacke aus. Jetzt gehe ich mal kurz auf den Chat ein. Oh, wir sind dieses Jahr in eine neue große Wohnung gezogen und haben es uns hier schön
heimelig gemacht. Und jetzt haben wir eine ganz tolle Nachbarschaft. Das ist doch auch super schön, wenn man sowas endlich hinter sich hat und weiß, jo, hier bin ich angekommen. So soll das Ganze sein. Das ist doch perfekt. Hallöchen, Mr. Korrish. Ich hoffe, euch geht's allen soweit gut. Ich bin ja mal gespannt, was das nächste Jahr so bringen wird, beziehungsweise noch das restliche Jahr. Ist ja noch nicht vorbei. Ja. Das, wo ich auch mich drauf freue im nächsten Jahr. Mhm. Ein bisschen ähnlich wie du mit deinem, ich habe einen Job gekündigt, ich bin die Lehre los. Ab Ende des Semesters zwar nur, aber ich bin sie los. Das ist doch auch nicht schlecht. Saibi schreibt gerade, puh, ich glaube, mein liebstes und schlimmstes Ereignis war tatsächlich, als ich das Warhammer 40k Hasenloch reingestolpert bin. Oh je. Verstehe ich irgendwo. Oh je. Halt Geld. Aber gibt auch viel, denke ich mal. Digibu schrieb, und das, was du und MadBad schon gesagt haben, ich finde es toll, jetzt in so einer tollen Community festzustecken und durch dich, Edvariantus, habe ich ja die anderen wie Missy, Franzi, Schlaupi, René und so weiter kennengelernt. Macht riesig Spaß, hier bei euch zu sein. So soll es doch auch sein. So soll es auch sein. Ich finde es immer wieder ein Stück weit auch erschreckend, wie selten sowas ist. Scheinbar. Das will nicht in meinen Kopf mit rein, wie toxisch wohl das irgendwo anders sein muss. Dieses Problem hatten wir bisher Gott sei Dank noch nicht. Und da lege ich auch echt Wert drauf, dass das nicht passiert und gebe dem auch eigentlich keine Chance. Weil toxische Menschen brauchen wir nicht. Wenn ich toxische Menschen haben möchte, dann setze ich einen Fuß vor der Tür, da habe ich genügend. Und Fuhai begibt sich in den Lurk und Saibi schreibt, nee, ohne Geld, nur Lore. Bis jetzt. Hallöchen, Nimithil. Das Arsen kannst du gerne wieder mitnehmen. Das brauchen wir hier nicht. Wir bringen sie alle mit der Verstrahltheit um, so wie es sein soll. Wie geht's dir denn, Nimithil? Und jetzt habe ich genug geliebsimpelt. Alert folgt. Oh nein, nicht du schon wieder. Oh nein, nicht du schon wieder. 2023 war das Jahr der Prüfungen des Lebens. Ich weiß nicht, wie ich es ausdrücken soll. Das verstehe ich, Korrish. Das verstehe ich. Ich möchte auch gar nicht so nah drauf eingehen, weil das, was bei euch so abging, wünscht man niemandem. Wirklich nicht. Deswegen, da drücke ich euch die Daumen, dass das alles sich in Bahnen bewegt, die hinnehmbar sind. Ja, du dachtest, du hilfst danach. Ja, war mir schon klar. War mir sowas von klar. So. Aber ich mach's jetzt genauso wie Digibu, genug geliebsäuselt hier. Ihr seid doch eigentlich alle nur da, um zum einen mich gleich failen zu sehen. Und zum anderen gibt's ja gleich noch ein Quiz, wo es um ein paar Ereignisse aus dem Jahr 2023 geht. Triggerwarnung an dieser Stelle. 2023 war ein sehr turbulentes Jahr. Und normalerweise ist ja der Denksport Donnerstag auch immer ein Ort für gute Laune. Ist er auch weiterhin. Aber 2023 sind natürlich nicht nur gute Sachen passiert. Und dementsprechend sind da dann später auch ein paar Fragen mit dabei, bei denen es um unschöne Themen geht. Und da habe ich dann eine Bitte. Bleibt fair. Bleibt so, wie ihr eigentlich immer seid.
Ist okay, Vari, ich bin froh, wenn das Jahr rum ist. Es kommen bestimmt auch wieder bessere Zeiten. Natürlich. Natürlich kommen bessere Zeiten. Und außerdem eine starke Community, die einen den Rücken stärkt. Genau das ist es halt, Korish. Die hast du ja auch. Von daher, mach dir da absolut keinen Kopf. Und siehst du, du wirst auch schon von Digibu lieb umarmt. Ich muss doch auch einen Zweck erfüllen, wenn ich schon so schlecht im Modden geworden bin. Ach, du bist doch nicht schlecht geworden im Modden. Nehme ich die. Alles ist gut. So, ich wechsle dann jetzt aber mal in den Livestream. Da habe ich schon Dinge vorbereitet. Da müsste jetzt eigentlich, wenn ich alles richtig gemacht habe, genau, da ist das Kreuzworträtsel. Das schieben wir noch einmal richtig in Form. Moment, sagte er und verkackt vollkommen. So, geh noch ein Stückchen. Streakert mich das da unten, weißer Rand ist. Komm schon. Alles gut, Nimithil. Mach dich da nicht wahnsinnig. So. Nicht wundern. Damit ihr nicht vorsagen könnt, werde ich einmal den Emote-Chat aktivieren. Blub. Und ihr könnt jetzt einfach Emotes spammen ohne Ende. Und ich starte den Countdown. Und sobald ich den Countdown gestartet habe, geht es dann auch schon los mit dem Kreuzworträtsel. Mal gucken, was für eine Zeit heute auf der Uhr steht. Nö, ich habe extra. Ich habe die schon on stream. Das ist alles gut. Ah, sehr cool. Fast schon professionell. Man könnte fast meinen, es ist professionell, genau. Wandpapier. Tapete. Die Energiezelle ist doch bestimmt der Akku. Verbinden. Abschluss. Das ist das Ende. Delinquent. Ja, Gesundheit. Leuchtmittel. Oh Gott. Wie oft kommt das noch? Delet. Allerlei. Auf Latein. Varia. Haha. Das war ja ein Heimvorteil schon. Kurzform für Adrian. Adi? Fleischgericht. Bolognese ist das auch ein. Oh Gott. Wie schreibt man das? Ragout. Gut. So. Oh Gott sei Dank. Normeninstitut. ISO. Torvorlage, keine Ahnung. Bindewort. Das. Niederdeutsch. Deich. Och, das hatten wir das nicht auch schon mal. Oh, das war doch die Dings so. Oh. Hahnleiter. Gut. So. Oh Gott. Nee. Was? Ach. Oh. Bin heute aber auch doof. Lateinisch. Prefix halb. Es ist nicht halbtransparent. Semi. Dienerin. Danke. Ist die Magd. Nicht besetzt. Vakant. Vakant. Gott, hier haut er aber heute mit alten Wörtern raus. Abkürzung für Ankunft. ANK. Oberer Teil der Flasche ist der Hals. Haustier, Josie, Hund. Aromatisches Getränk, der Tee. Trinke ich nur, wenn ich krank bin. Kfz-Zeichen Rheinland-Pfalz, RPL. Pferdezuchtbetrieb. Dings hier. Gestüt. Mein Gott. Teuflischer Papier. Sweeney Todd. Ich glaube, mit Doppel-T schreibt man den, ja.
Vorname der Kock am Brink. Das ist Ulla Kock am Brink und sie präsentiert euch die 100.000 Mark Show. Außerhalb, extern. Heldengedicht, Epos. Heldengedichte. Mehrzahl, Epen. Epen, huhu. Erzählender Dichter. Oh Gott. Gemeinnütziges gemeinnützige Organ. Organisation. Deutsches Rotes Kreuz. Uiuiuiui. Fromme Sage. Fromme Sage. Legende. Mein Gott. Der da. Keine Ahnung. Erzählender Dichter. Ist das ein Epiker? Okay, ist ein Wort. Alles klar. Delinquent. Nordamerikanischer Staat. Kanada. Lust durch Bären. Mhm. Schlagerbrüder. Oh Gott. Amigos. Torvorlage. Fußball. Assist. Läuft. Läuft bis jetzt ganz gut. Was haben wir noch auf der Uhr? 4 Minuten 44. Okay, läuft nicht mehr so gut. Französisch. Klein. Petit. Dann ist der Kolonist der Siedler. Wortschwall ist der Erguss. Der da. Schauspielschüler. Verbinden. Aachen. Okay. Niederdeutsch. Kado? Nee, es macht doch keinen Sinn. Kade, wenn dann, okay. Delinquent. Eter. Okay. Der da. Jena. Oh Gott. Schauspielschüler. Ebewe. Xewe. X beim Kreuzworträtsel wäre auch wild. Schauspielschüler. Was da tut durchgehen. Equewe, Ewewe, Ewe. Eteva. Eteve. Xewe. Euwe. Ajewe. Das wäre ein komisches Wort mit so vielen A-E-I-O-U-Dingern. Epewe. Nee. Esewe. Edewe. Ewe. Ekewe. Elewe? Elewe? 2 Minuten 36. Okay. Warte mal, machen wir hier mal erstmal den Mode-Chat auf. Jetzt könnt ihr lästern. Huch, nee, das war falsche Taste. Das war der richtige. Jetzt dürft ihr lästern. Mach nicht mit. Ist gleich viel Spaß derweil. Ach, du warst weg. Ah, deswegen warst ja, du so ruhig. Da nicht durch. Ja, ich wollte auch nicht dazwischen labern, tatsächlich. Och, das ist okay. Das ist okay. Bin ich Schlimmeres inzwischen schon gewohnt. So, heute im Stream, dann ist das wieder eine Aufgabe für Kuro. Wo ist denn das denn? Dedo? Heute ist der 30.11.2023. Flup! Eieiei, ich hab hier richtig was nachzuhauen.
Also Eleve sagt mir halt so ganz und gar nichts, muss ich gestehen. Also das ist ja wild. So, Moment, ich mach mal das Kreuzworträtsel-Ding hier weg. Flupp. So. Und dann google ich jetzt hier mal Eleve. Das kenne ich gar nicht. Ich wollte googeln. Hau ich erstmal Browser zu. Läuft. Eleve. Schauspieler, Ballettschüler. Eleve. Werden die Schüler an Schauspiel- und Ballettschulen an der spanischen Hofreitschule angehende Fechtmeister und angehende Land- und Forstwirte während ihrer praktischen Ausbildung bezeichnet? Ein Eleve? Aha. Wer war ich das wohl? Bergeleve war eine Bezeichnung für einen angehenden Bergbeamten während des praktischen Teils seiner Ausbildung. Aha. Okay. Bergbeamte. Aha. Ja. Wir wachsen so schnell, dass sie das mit Beamten schon hinbekommen. Richtig. Oh. Hallöchen, Missy. Bin mir nicht sicher, ob Vari nicht manchmal ausgedacht ist, so traumhaft, wie er ist. Entschuldigung. Du? Vari hat es mit seinem Husten wieder. Lieb? Schreibe bitte irgendwie zwei deiner Klopapier-Emotes in den Chat, damit ich weiß, dir geht's gut. Warte, welcher war denn? Der 10.8. war denn dein Bestzeit, oder? Ja. Ich meine, ja, warte. Ja. Mit dem Lachimot dahinter. Huhu. Da passieren Dinge im Discord, das ist interessant. Ja. Na, wie geht's dir, Missy? Ich hoffe doch gut. So, ich habe eine Sache wahrscheinlich vergessen, und zwar das Quizkit als Erweiterung zu aktivieren. So viel zum Thema einmal mit Profis arbeiten. So, das habe ich jetzt mal nachgeholt. Das Quizkit sollte jetzt dann... Schon aufgegeben. Ja, ich weiß. Sollte jetzt nach einem Reload der Seite dann auch... Warte, muss kurz testen. Auf der Seite. Flup, flup, flup. Dann reinfahren, sodass ihr dann gleich auch mitspielen könnt. Wie gesagt, heute geht es um mehr oder weniger besondere Ereignisse, die 2023 stattgefunden haben. So, jetzt machen wir hier kurz den Check. Biscuit ist hier aktiv. Sehr gut. Dann geht's doch hier auch schon mal Richtung Quizkit. Dann habt ihr jetzt nochmal kurz Zeit, den Stream neu zu laden. Und ich kämpfe mich zu den Leckerchen. So, Maus. Hier. Ein Leckerchen für dich. Nach Ewigkeiten mal wieder. Inwiefern? Das Quizkit, meinst du? Ja, das hat die letzten Wochen ein bisschen arg gelitten. Nee, Leckerli. Ah, das hat sie doch vorhin schon mehr gekriegt. Seid doch mal nicht so. So, und wenn ihr ready seid, dann würde ich starten. Das Jahr 2023. Wenn alles richtig funktioniert, solltet ihr jetzt gleich hier unten was aufplöppen sehen. Und zwar irgendwann jetzt. In den nächsten 5 Sekunden. Dann wisst ihr, ihr seid ready und könnt mitklicken. Brauchst noch ein heißes Getränk? Ja, dann hol dir das ganz, ganz flix. Ich mach mir auch gerade noch einen Tee. Ja, mach das mal. Dann mache ich mir jetzt erstmal ein heißes Leckerchen. Dann überbrücken wir mal die paar Sekunden.
Was gibt es denn für ein Heißgetränk gleich bei euch? Und wie geht es dir, Rivari? Das habe ich vorhin, glaube ich, gar nicht gefragt. Ich böser Mensch, ich. Bei Alec gibt es leckeren Whisky. Ich könnte fast schon eine Wette abschließen und sagen, okay, bei Kuru wird es wahrscheinlich was Ähnliches geben. Spanische Orange Tee. Oh, und komische Soundeffekte. Du warst zu schnell zurück für dein Internet. Das war noch im Urlaubsmodus. Weg für mein Headset. Ach so, okay. Ich war in der Küche. Bei mir, ich habe euch gehört, aber das Mikrofon funkt dann nicht mehr tatsächlich. Hab ich gerade ja, passiert. Bei mir gibt es spanische Orange-Tee, weil ich habe Kopfschmerzen. Oh, und dann? Dann muss ich da nicht mit Alkohol hinterherkippen. Und dann hörst du mir auch noch freiwillig zu. Das ist traurig. Aber manche stehen halt auf Selbstgeißelung, das ist okay. Ich gehe früh ins Bett, lass dich gleich mittendrin einfach alleine, dann passt das schon. Ja, das ist okay, lass mich ruhig allein. Völlig fein. So. Aber. Nimithil ist wieder da. Das heißt, du kriegst noch einmal gute Besserung, Kuru. Passt schon. Und wir starten einfach schon mal rein. Mit Frage Nummer 1. Welches Land übernahm im ersten Halbjahr 2023 die Ratspräsidentschaft in der EU? War das Deutschland, Schweden, Italien oder Frankreich? Allein, allein. Oh Gott, wie alt ist das Lied schon? Oh, allein, allein ist auch schon sehr, sehr alt. Wir sind allein, allein, allein. 2008. Polarkreis 18. Hm. Oh ja. Da war ich fast noch jung. Ja. Fühl ich, Puni, fühl ich. 2008. Na, herzlich willkommen. Internet Explorer, Kuro. Das wurde schon mehrfach gesagt. Steht nicht im Chat. Ja, weil gesagte Sachen sind eher so in Discord und so. Hör ich dir zu? Nee, das ist richtig. Aber was hast du denn ausgewählt? Weißt du's? Ich habe nicht den Hauch einer Ahnung. Ich habe Schweden genommen. Oben links. Ist das oben links bei dir, Riganis, oben rechts? Denn Schweden ist richtig. Ich nehme jetzt oben links und guck mal, wie weit ich komme. Das ist das nämlich. Ah, ist das wieder so eine Challenge-Time? Ist das jetzt nicht hier so auf 0 Punkte möchte ich genau exakt kommen, sondern jetzt... 0 Punkte war ein bisschen zu schwierig als Challenge. Das ist schon richtig. Ich mache mal hier zu Ende. Alles klar. Verstehe ich, verstehe ich. So, machen wir weiter, sobald die Punkte versendet sind oder abgezogen wurden. Die nächste Frage. Sie lautet: Welches Land führte am 1. Januar 2023 den Euro als gesetzliches Zahlungsmittel ein und tritt dem Schengen-Raum bei? War das Kroatien oder Tschechien oder Slowenien oder Ungarn? Alles Bach, 2000 ist jung. Hey, ich bin alt. Ja, Dito. Da hatte ich heute einen Podcast mir angehört von von Barbara Schöneberger und zu Gast war Desiree Nick. Und da ist mir so ein Satz hängen geblieben. Das Traurige an der ganzen Geschichte ist eigentlich, dass wir ja nur zwei Wörter haben. Wir haben jung und wir haben alt. Und gefühlt ist man ab 30 nur noch alt. Und es gibt kein Wort dazwischen. Es gibt nur jung oder alt. Da dachte ich mir, ja, recht hat sie. Irgendwo hat sie da schon recht. Ich fühle mich halt Mittelalter. Klingt noch ein bisschen schlimmer. Das klingt wie Käse. Ja, ich fühle mich eher so Gouda.
Aber so den Junker oder nicht den Mittelalten. Man ist so alt, wie man sich fühlt. Also bin ich steinalt. Macht euch alle nicht so schlecht. Das habt ihr nicht verdient. Aber auf die Frage, welches Land dieses Jahr den Euro als gesetzliches Zahlungsmittel eingeführt hat und dem Schengen-Raum beigetreten ist, ist die richtige Antwort nicht Ungarn, nicht Slowenien und auch nicht Tschechien, sondern Kroatien. Ja, man ist natürlich nur so alt, wie man sich fühlt. Alles andere sind nur Zahlen auf einem Stück Papier oder Plastik. Von daher... Nächste Frage. Frage 3. Sie lautet: In welcher Stadt hat dieses Jahr die Bundesgartenschau stattgefunden? In Rostock, in Mannheim, in Erfurt oder in Cuxhaven? Alt ist eine Taste. Das stimmt. Ihr seid also alles Tasten auf einer Tastatur. Oh, es wird gejaabert. Ich bin von Deutschland ausgegangen, was aufgrund der Antwortmöglichkeiten sehr stark drauf schließen lässt. Ja, aber Moment abgewehrt. Skandal! Ist frech. Gar unerhört von mir. Mea culpa. Rigani, Elek. Das Rigani wurde schon so aus Reflex ausgepackt. Genau. Nee, bei den Antwortmöglichkeiten geht es eindeutig um Finnland. Finnland, ein Land, in dem die Eisblumen blühen, oder wie war das? Nein, die Bundesgartenschau dieses Jahr hat in Deutschland in Mannheim stattgefunden. Oben links. Kuro hat sich getraut. Er hat ja nichts zu verlieren. Einfach oben links. Bam. Eieieiei. So. Die Punkte werden verschickt. Er konnte deshalb kaum parken. Mein Zahnarzt ist da 5 Minuten von weg. Oh. Das ist natürlich dann nicht so schön. Aber du hast es wohl mitgekriegt. Oder hingekriegt. Wir machen mal weiter. Frage Nummer 4. Sie lautet wie folgt: In welcher historischen Kirche wurde König Charles III. Zusammen mit Königin Camilla gekrönt? War das York Minster oder Westminster Abbey oder Canterbury Cathedral oder St. Paul's Cathedral? Und ich habe mich überwunden. Ich habe nicht Dingsbums gesagt. Ich mache mich gerne in der englischen Sprache zum Horst. Wieso, das doch vollkommen... Ich habe mich bemüht. Ich wollte gerade sagen, das ist doch vollkommen gut rausgesprochen. Ja, danke. Danke. Endlich mal Lob. Lang hat's gedauert. War es York Minster, Westminster Abbey, Canterbury Cathedral oder St. Paul's Cathedral? Was war denn dein Oben-Links-Moment? Mein Oben-Links-Moment wäre York Minster gewesen, aber ich habe Westminster Abbey angeklickt. Aus welcher Begründung? Keine Ahnung. Weil Westminster scheiße klang. Und ich glaube, dass alle wichtigen Ereignisse des englischen Königshauses in Westminster Abbey stattfinden. Ja, deswegen, das ist halt... Was trinkt Charles am liebsten? Camilla-Tee. Entschuldigung. Das war kein Flachwitz von mir.
Ich nehme die Schuld nicht auf mich. Ich würde niemals solche heterosexuellen Witze machen. Adults. So, weiter geht's mit Frage Nummer 5. Dieses Jahr war die Sozialwahl. Wann finden in Deutschland die Sozialversicherungswahlen denn statt? Alle 2 Jahre, jedes Jahr, alle 10 Jahre oder alle 4 Jahre? Ja. Es ist heute eine bunte Mischung. Na, wer ist in eine Falle getappt? Wer nicht? Denn die Sozialwahl. Nimithil schreibt, das ist eine bunte Mischung von allem, was ich nicht weiß. Siehst du, zielsicher alles rausgefunden. Also, die Sozialwahl in Deutschland findet nicht alle 4 Jahre statt. Auch nicht jedes Jahr. Hallo, wir sind in Deutschland. Das dauert schon allein ein Jahr, erstmal alles auszuwerten, gefühlt. Alec, ja, du hast eine gute Ausrede, das sei dir verziehen. Für dich ist aber auch eine Frage, glaube ich, mit bei, die du brillieren wirst. Alle 2 Jahre, nee, ich findet seltener statt, und zwar alle 10 Jahre. Hm. Da hätte ich doch auf mein Bauchgefühl hören müssen. Tidum. Alle 10 Jahre findet die statt. Wie oft streikt die Deutsche Bahn? Oft. Ja, richtig, gibt aber keine Punkte. Genauso dicht gefolgt wie pünktlich ist die Deutsche Bahn? Gar nicht. Genau. Wir machen aber... Auch geil, es gibt ja von der Deutschen Bahn dieses, wir sind so pünktlich, blabliblub. Ja. Dem Chaos Computer Club die Auswertung, wie pünktlich ist pünktlich. Mhm. Das ist... Die ist malerisch schön. Ich habe mir dazu ein... Ich glaub, es ist eine Tagung gewesen aus der IT-Szene. Chaos Computer Club. CCC. Nee, die waren es nicht. Es war eine Person, die sich zur Aufgabe gemacht hat, sämtliche Daten der Deutschen Bahn API abzugreifen. Genau, der kommt daher. Das ist der CC-Tagung und der hat da ein Referat drüber gehalten. Okay, ja, also es ist mega. Das ist einfach. Das kann ich sofort auch den Namen sagen. Alles gut. Also das Video ist echt Comedy pur eigentlich. Media CCC, Bahnmining, Pünktlichkeit ist eine Zier von David Kriesel. 1 Stunde und 1 Minute 50 Sekunden pure Unterhaltung. Das stimmt. Und der hat da mehrere Sachen von gemacht. Ja. Also sehr, sehr sehenswert. Aber immerhin ist die Deutsche Bahn schneller als das deutsche Internet. Ah. 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 Alec, ich nehme es dir nicht böse, weil ich weiß, dass du Österreicher bist, aber ich kann das so nicht unterschreiben. Ich würde fast behaupten, dass die Deutsche Bahn das deutsche Internet ausliefert. Per Fax. Ja, oder Brieftaube, je nachdem. Schreiben, Briefpost. Ja, sowas haben wir auch. Ja. Oh, wie gehen diese Scheißwitze nochmal? Wie heißt der Typ? Ich weiß nicht, welche Witze du meinst. Mir fehlt da gerade ein bisschen Input. So und so ist so hart, dass selbst Diamant weich wird. Chuck Norris.
Chuck Norris, danke. Hey, gerne. Ich wusste mal was. Kriege ich jetzt irgendwie Bonuspunkte oder so für mein eigenes Quiz? Schreiben Briefpost, Faxgeräte? Ja. Es würde mich nicht wundern, wenn die Deutschen irgendwie was entwickelt hätten, damit es automatisch irgendwie als Brief losgeschickt wird. Ich meine, es gibt's ja als E-Mail und was weiß ich nicht was. Also das ist... Automatische Briefe gibt's doch. Okay. Hey. Diese Briefe sind automatisiert weitergeschickt worden, deswegen werden die dann automatisiert ausgedruckt, gefaltet, in den Briefumschlag gesteckt und abgeschickt. Okay, gut. Gibt es. Okay. Dann machen wir mal weiter mit Frage 6, bevor es ganz weird wird. Wo fand dieses Jahr denn die zweite UN-Wasserkonferenz statt? In Genf, Paris, Rom oder New York? Oben links. Wenn es Kuro nicht weiß, oben links. Ich muss mal hier eben das Kissen wieder dran machen. Das nervt mich hier gerade. Das hat sich gerade gelöst. So, jetzt ist es wieder dran. Ich bin zurzeit so tollpatschig, dass ich so häufig mit diesem Silberarmkettchen, wenn ich am Rücken mich kratze, dann mich verhedder in meinem eigenen Stuhl. Also Computerstuhl. Nicht was Kuro wieder kichert hier. Das habe ich noch gar nicht mal gekichert. Ich habe gerade was gelesen. Also ich habe daher. Gut. Und Digibu singt. Nee, Quatsch. Das Lied heißt Thank you for traveling with Deutsche Bahn oder DB. Dann solltest du das Armband nehmen, das ich dir gemacht habe. Hallöchen, Nika. Hallöchen, Heidexe. Nee, Nika. Dein Armband hängt immer noch da an der Wand. Immer noch. Und Hallöchen, Heidexe. Also. Dieses Jahr fand die zweite UNO-Wasserkonferenz, und da geht es nicht um das Kartenspiel, nicht in Genf statt, fand auch nicht in Paris und auch nicht in Rom statt, sondern in New York. Das hängt, das hängt bereits am Stuhl. Nein, hängt es nicht. Och Mann, sonst werde ich das nie los. Ich hole mir mal eben kurz das Armband. Das hat sie echt süß gemacht. Moment, damit ich es auch richtig halte. Da. Nett. Bring ein Bier mit. Es tut mir leid, Heidexe, aber ich habe kein Bier zu Hause. Ich habe kein Bier zu Hause. Ja, das ist handgeklüppelt und aus der Schweiz hierher importiert worden. Vielen, vielen lieben Dank an der Stelle nochmal an Nika. Ob man da nicht Zoll bezahlen muss? Bari, kannst du eventuell dein Fenster ein bisschen höher schieben? Nee, es tut mir leid, Digibu, das ist eingemauert. Du verschwindest so hinter den Punkten. So, bin weg. Wow, Vari. Wow. Danke, das ist das, was ich hören möchte von euch. Das ist der Humor hier, den musst du doch mal erkannt haben bis jetzt. Warte, ich arbeite dran. Hui. Am Humor? Nein. Nö, der ist eh scheiße. Da leben wir mit. So. 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 Nee, so. Ich mich noch ein bisschen warum klein. Wo mal gerade waren? Wo bleibt eigentlich mein... Wow. Wow. Habe ich noch nicht mit eingebaut. Tut mir leid. Wow. So. Ist jetzt die Kritik behoben? Ist das jetzt in Ordnung, wenn mein Pulli 1 wird mit der Punkteanzeige? Ja gut, farblich nicht ganz. Profeuerung guckt dann ja so komisch rüber. Wow, danke schön, Nika. Das guckt so skeptisch, ne? So. So, wir machen aber mal weiter mit Frage Nummer 7. Und sie lautet,
Wie lautet das Strafmaß für Donald Trump nach seiner Verurteilung wegen vielen Anklagepunkten? Gab es einen Freispruch oder bekam er lebenslänglich oder bekam er 150 Jahre oder bekam er 274 Jahre? Warum sollte das Armband nicht mehr existieren, Nika? Was hat er denn? Entschuldigung für die Geräuschkulisse. Das Mikrofon erfährt jetzt gerade Bondage. Haha. So. Die Wand passt da sehr, sehr gut drauf auf, glaub mir. So, habt ihr es mitbekommen oder habt ihr es nicht mitbekommen? Die Verurteilung von Donald Trump. Mich hat es so absolut gar nicht interessiert, muss ich gestehen. Das ist so nicht so mein Interessensgebiet mitzukriegen, was die da so machen. Wo muss leider schon wieder weiter. Bis denn, Heidechse. Viel Spaß dir. Insgesamt hat er keinen Freispruch bekommen. Auch nicht 150 Jahre oder lebenslänglich. Es sind 274 Jahre gewesen. Nee, es war ein bisschen mehr. Ist er davon? Null. Ja, wahrscheinlich gar nichts. Wahrscheinlich gar nichts. Das ist so traurig. Dankeschön, Dimitil. Er wurde verurteilt. Im Knast wüsste ich es jetzt gar nicht, ob er da sitzt. Moment, wird mal kurz recherchiert. Er war 20 Minuten bisher im Knast. Jap. Das ist halt amerikanischer Humor. Aber an dieses Foto kann ich mich noch sehr gut erinnern. Naja. Ja. Ja, er wird wahrscheinlich wieder antreten. Das ist ja auch geil. Verurteilter Mensch will antreten für Präsident des Landes. Ja. Nun. Keine Ahnung. Da kenne ich mich zu wenig aus. Aber ich meine, er möchte wieder antreten. So, wir machen mal weiter mit Frage Nummer 8. Ein paar haben wir ja noch. Mit welchem Song gewinnt Sängerin Loreen zum zweiten Mal den Eurovision Song Contest für Schweden im Jahr 2023? War das Heroes, Tattoo, Euphoria oder Undo? Dann hat er Geld, wenn er gewählt wird. Er ist ja eigentlich pleite, oder? Ja, das ist ja aber bei den, die haben ja ein anderes System dort. Von daher braucht er ja selber an sich kein Geld. Braucht ja nur Spender und die wird er noch und nöcher haben. Alec, ja, die hat nochmal gewonnen. Sie hat als zweite Person, glaube ich, zum zweiten Mal gewonnen. Wenn ich mich nicht irre. Und ja, Missy, wir hatten dieses Jahr einen ESC. Ja, wir hatten dieses Jahr einen ESC und es ist ganz komisch, dass im nächsten Jahr 100 Jahre ESC ist, der aus Schweden kommt und jetzt die Schwedin gewonnen hat. Das hatte damit aber weniger zu tun, tatsächlich. Das hatte damit echt weniger zu tun.
Aber der ESC letztes Jahr wurde ja ganz zufälligerweise gewonnen von einer Orchestra. Ukraine. Genau, und ging in die Ukraine, aber dort konnte er ja nicht stattfinden, wegen Ereignissen. Und deswegen hat sich England bereit erklärt, als Zweiter quasi die Show auszurichten. Und gewonnen hat Loreen mit dem Lied Tattoo. Lustigerweise sind alle vier Lieder aus Schweden. Euphoria war ihr erster Hit. Damit hat sie den das erste Mal gewonnen. Mit Tattoo dieses Jahr. Heroes ist von einem Kerl gesungen worden. Hat auch gewonnen. Und Undo war, glaube ich, 2020 das Lied. Das hätte ich sogar gewusst. Hab's nicht mal geschaut. Dann musst du klicken, Digibu. Klicken. Frage 9. Welches Gustav Klimt-Gemälde wurde von einem unbekannten Bieter aus Hongkong für 99 Millionen Euro ersteigert? Adele Bloch-Bauer, Judith 1, Damen mit Fächer oder der Kuss? Missy, nicht an Digibu rumklicken. Du guckst nur, wo die Beefy ist. Ich verstehe. Wenn du sie gefunden hast, viel Spaß damit. Einmal schöne Kunststoff eingepackt. Das ist ein Klick. Uiuiui. Und das Gustav Klimt-Gemälde nennt sich nicht Der Kuss oder Adele Bloch-Bauer. Auch nicht Judith 1, sondern die Dame mit Fächer. Oh, armer Kuro. Oben links nicht gewesen. No. Das Euphoria-Cover von Flor Jansen ist mega. Mal so als Musiktipp. Und Bergi sagt, bitte keine Beefy essen. Naja, von Essen hat auch keiner gesprochen, Bergi. Fairerweise. Dann geht's jetzt mal weiter. Mit Frage Nummer 10. Wann erschien die Wiener Zeitung letztmals in gedruckter Form nach ihrer Gründung im Jahr 1703? War das im August, im Juli, im Juni oder Mai? Wien ist im Übrigen in Österreich. Wollt's nur gesagt haben, falls Alec das vergessen hat. Flor Jansen hat eh eine gute Stimme, finde ich. Ich habe dazu jetzt kein Lied im Kopf, aber ich speichere mir das mal hier. Nightwish oder Northward? Ah, okay. Okay. Hat auch bei Sing mein Song mitgemacht. Mhm. Ja gut, müsste ich Fernsehen gucken, ne? Das kann man auch im Internet gucken. Mhm. Müsste man das sich angucken, ja. Man kann hier klicken, verfluchte Technik, das müsst ihr Oma doch sagen. Okay. Digibu. Da unten, ne? Da. Ungefähr da so. Wo ich im Weg sitze. Kommen Fragen. Weißt du? Da kommen Fragen. Und da sind unten drunter, also da kommt eine Frage. Und in der Mitte ist so ein Countdown. Der läuft runter. Je schneller du klickst auf die weißen Flächen, die da unten drunter sind,
Da kannst du draufklicken. Je schneller du draufklickst und die Antwort ist richtig, kriegst du Punkte dazu. Ist die Antwort falsch, kriegst du Punkte abgezogen. Klickst du gar nicht, passiert nichts. Kannst aber auch nicht gewinnen oder verlieren. Das ist immer so ein Ding. Am Handy ist es ein bisschen anders. Am Handy habt ihr, warte mal, am Handy ist der Chat unten. Da habt ihr dann einen Reiter, da gibt es das Quiz-Kit. Dann könnt ihr halt euch entscheiden, ob ihr mitspielen wollt oder mitschreiben wollt. Eure Sache. So, Alec. Was hast du genommen? Ich hätte mir jetzt so die Punkte auf den Zettel geschrieben, bin eine ehrliche Haut und hätte euch das dann mein Ergebnis gesagt. Okay. Auch kein Bauchgefühl oder ähnliches, Alec? Oder anders gefragt, hast du das mitbekommen? Ich habe es tatsächlich in den Nachrichten mitbekommen. Fand ich auch wild. Und ich finde es ehrlich gesagt auch traurig, dass eine so alte Institution nun nicht mehr in gedruckter Form vorhanden ist. Ich liebe euch. Dass ihr Nightwish und Floor kennt, ist geil. Tja. Und Hallöchen, Lea. Und ein Leckerchen. Irgendwann mache ich diese Keksdose kaputt. Ich sehe mich schon kommen. Dass das Ding irgendwann ist. Irgendwann machst du den Deckel auf. Der Deckel fliegt 2 Kilometer durch deinen Raum. Und die Keksdose gleich hinterher, nur in die andere Richtung. Mhm. Und Josie denkt sich, ja, es ist Weihnachten. mitbekommen, ja, war ein großes Thema, da sehr alte Zeitungen, aber den Monat habe ich mir nicht gemerkt, das passiert. Es ist nicht schlimm, Alec. Es wäre der Juni gewesen. Hab mein halbes Leben lang kaum Menschen kennengelernt, die beides kennen. No. Und jetzt wirst du hier so mit reingerissen und lernst Menschen plötzlich kennen, die das machen und dein Weltbild wird erschüttert, Digibu. Dein Weltbild wird beben. Lea, uns geht's soweit ganz gut, glaube ich. Zumindest habe ich das so vernommen. Ich hoffe, dir auch. Und wir machen weiter mit der Frage 11. Sie lautet: Welches Land erlaubt als erstes die Verschreibung von MDMA und, oh Gott, Psilocybin zur Behandlung bestimmter psychischer Erkrankungen? Kanada, USA, Niederlande oder Australien? Eine Schande, da andere Zeitungen mit fragwürdigen Reputationen mit staatlichen Inseraten zugeschissen werden. Das ist halt echt kacke. Gerade wenn solche alteingesessenen Institutionen deswegen den Bach runtergehen. Das ist halt echt ärgerlich. Auf dein Wohl, Fuhai. Was hat denn der Kuro genommen? Oben links. Ja. Was? Die Niederlande. Okay. Ist bestimmt falsch. Wild. Ist aber halt auch nicht richtig. War. Ist ja bestimmt falsch. Oder ist, besser gesagt, Australien. Niederlande war the bait. Ja, war klar, aber ich ziehe jetzt oben links durch. Alles klar, gut. Und Lea, lass den Kopf nicht hängen. Kopf hoch. Wird alles wieder gut. Ist es immer schon geworden. Und weiter geht es mit der Frage 12. Sie lautet: Um welche Ausgabe handelt es sich bei der Tour de France im Jahr 2023? Wo sind die Radfans? War es die 110., 115., 105. oder 120.?
Oh, bei Nimithil wird es ein Wettbewerb, wie viele Minuspunkte sie sammeln kann. Ja. Ist dann halt einfach so. Minuspunkte sind völlig in Ordnung. Das hat ja nichts mit man ist ein dummer Mensch zu tun. Sie hat nur dumme Fragen. Entschuldigung, die Fragen haben auch Gefühle. Du hättest einfach nur sagen können, das ist einfach nur ein dummer Wari, der da blöde Fragen sich rausgesucht hat. Oder der Fragen rausgesucht hat, die für die Allgemeinheit einfach scheiße sind. Aber ich dachte, wir kommen heute einfach mal so ein bisschen rückblickend aufs Jahr. Ich habe keine Gefühle, nö. Bei all den Fragen, die ich bisher mitbekommen habe, sollte man Nachrichten schauen, lesen, um da mal was mitzubekommen. Ja. Ich will jetzt niemanden dazu zwingen, Nachrichten zu gucken, weil das ist Blödsinn. Muss man selber mit sich ausmachen, ob man Dinge mitkriegen möchte oder nicht. Also ich persönlich hätte auch nicht gewusst, so ad hoc, das ist die 110. Tour de France dieses Jahr gewesen, ne? Das ist... Alles Klärchen, Lea. Oben links wäre sogar richtig gewesen, aber ich habe vergessen zu klicken. No. No. Daher. Ich habe mir halt nur angewöhnt, dass ich regelmäßig mir mal so ein, zwei Podcasts anhöre, um einfach auf dem Laufenden zu sein, was so grob passiert ist. Bei uns ist die mal vorbeigefahren, die Tour de France. Gibt's Bilder von mir als Kind, wo wir da waren? Hm. Selbst wenn man der Nachrichten annimmt, bei der Masse an Ereignissen geht viel unter. Auch das stimmt. Und was ich immer so ein bisschen schwierig finde, ist, wenn die Nachrichten immer nur negativ sind. Das finde ich dann immer so. Hab eben noch eine Jan-Ulrich-Doku geschaut. Das war easy. Oh, Birgi, du bist quasi qualifiziert als Publikumsjoker bei Wer weiß denn sowas? Und kannst du aufstehen und sagen, ja, also ich habe eine Dokumentation geguckt. Die Antwort müsste C sein. Als ich schwanger war, habe ich fast täglich Nachrichten geguckt und irgendwann hat es mir verleidet. Seit da schaue ich keine Nachrichten mehr. Okay. Wenn gewünscht, kann ich sie gerne mal in Discord schicken. Lea, das musst du entscheiden. Das sind deine Kinderfotos. Ich schreibe da niemandem was vor oder halte Leute ab. Das ist immer eure Entscheidung. Wenn ihr ein Foto posten wollt, macht es. Wenn nicht, völlig fein. So war es bei meiner besten Freundin auch, schreibt Digibu in Bezug auf die Schwangerschaft. Und Birgi lacht. Ich mach mal weiter mit Frage 13. Wenn das Spiel mich machen möchte. In welchem Monat wurde Twitter in X umbenannt? War das Mai, Juni, Juli oder August? Das war das für mich am verstörendste Ereignis gefühlt dieses Jahr. Hallöchen, Jason. War Corona-Zeit, da ging es von morgens bis abends um Corona und danach kam dann Russland und Ukraine-Zeug. Also immer Tag ein, Tag aus, dasselbe Leid. Ja. Das kann ich verstehen. Das finde ich auch immer so schade. Also, was heißt schade? Ja, man muss darüber berichten. Es fehlt halt irgendwo so ein bisschen der Twist. Es muss ja nicht immer alles negativ nur sein. Es gibt auch genügend Sachen, die gut sind.
nutze weder Twitter noch X. Ich nutze Twitter auch super, super, super selten. Aber Twitter wurde in X umbenannt. Im Juli. Oh, ihr wart euch alle irgendwie uneinig. Und Jason, ich hoffe, dir geht's gut soweit. Ich hoffe, du hattest einen schönen Donnerstag. Das ist leider wahr. Katastrophen bringen Quote, Schlagzeilen. Je grässlicher, desto besser. Das stimmt. Natürlich, mir geht's auch bestens. Kann mich nicht beschweren. Wir gucken uns mal kurz den Zwischenstand. Wie sieht's denn so aus? Unbekannt 1 und 2 sind weit vorne mit relativ wenig Punkten. Also das Quiz scheint heute sehr, sehr schwer zu sein. Kuro und Fuhai auf 3 und 4. Mhm. Interessant. Warte. 3 und 4? Ja. Ich habe hier ganz andere Zahlen. Für die letzte Frage. Die Frage. Ja. Ah, ah. So, und allgemein. Alec auf Platz 1, Bergi auf der 2, Fuhai auf der 3, Unbekannt auf der 4, Nika auf der 5, Kuro auf der 6, Unbekannt auf der 7. Ja, Mann, ich liebe meinen Punktestand. Ja, vorwärts wie rückwärts gelesen, quasi dasselbe, wenn man das Komma ignoriert. So, machen wir weiter. Welches Land verbietet die Nutzung von Swatch-Produkten mit LGBTQ-Elementen und droht Benutzern mit bis zu 3 Jahren Haft? Thailand, Indonesien, Singapur oder Malaysia? Swatch-Produkte, sollte klar sein, sind Uhren unter anderem. Und traurig genug, dass es sowas immer noch gibt. Aber dieses Fass mache ich jetzt nicht auf. Nika schreibt, leider ja. Da wolltest eigentlich wissen, wie es jetzt läuft und so, aber immer dasselbe. Ja. Das war früher aber auch. Ich habe jetzt, ich erinnere mich halt dran, dass ich mit Oma immer Fernsehen und Nachrichten geguckt habe. Es war so Afghanistan-Krieg mäßig und es war halt jeden Tag nur irgendwas, was in die Luft gejagt wurde. Das Thema hatten wir letztens im Planet Zoo Stream, da meinte Svevo, glaube ich, war das. Er hat jetzt für sich entdeckt, dass er sich jetzt die Tagesschau-Folgen von vor 20 Jahren anguckt. Und ja. Runtergebrochen, es passiert immer dasselbe. Ja. Das ist halt echt peinlich. Aber that's life. Machst du nix, kannst du ändern nix. Ja. Und das Land, auf das ich mehr oder weniger spucke in dem Fall, ist leider Malaysia. Dankeschön, Livi, für dein Lurk und viel Spaß beim Zocken. So, die Punkte werden verschickt. Und weiter geht's mit Frage Nummer 15. Welches Raumfahrzeug stürzt nach einem unvorhersehbaren Ereignis auf den Mond? War das die Roscos? War das die Change E5? War das Luna 25 oder Apollo 11? Wo sind die weltraumaffinen Leute? Es handelt sich dabei um eine russische Raumsonde, die den Mond erproben sollte. Was hat denn dein oben links dir gesagt, Kuro? Roscos. Ach, schön. Mein Bait. Finde ich gut.
War wieder falsch. Luna 25? Ja. Korrekt. Roskos war mein Bait. Ich suche morgen mal das Bild und ich schicke es ins Discord, aber weh, ihr sagt nicht, dass ich süß war. Lea, ich habe das Bild noch nicht gesehen, aber keine Sorge, du warst nicht süß. Salzig. Genau. Da sind sie hin, meine Punkte. Lol, ich habe das nur genommen, weil ich fand, dass das so schon, das so schön ironisch wäre. Sehr gut, Nimithil. Sehr gut. Wir machen mal weiter mit Frage 16. Welche Nation sichert sich den Sieg bei der Frauenfußballweltmeisterschaft, indem sie im Finale England besiegt? War das Deutschland, Frankreich, Spanien oder Brasilien? Ja, ich finde das sehr gut, Nimithil. Endlich sind die Minuspunkte dahin. Zumindest bei der Frage. Kann man sich eventuell herleiten mit dem daraus ergebenen Opa, den sich da ein Trainer geleistet hat. Da ist eine richtig große Debatte entstanden. Genau, der Bussi-Skandal. Siehste, Alec ist jetzt wieder mit im Business. Kaum wird's international, ist er am Start. Richtig ist nicht Deutschland, auch nicht Brasilien, auch nicht Frankreich, es war Spanien. Das ist eine Mal, wo ich denke, ach, oben links passt nicht. Oh! Tja, das ist der Random-Faktor, ne? Das tut doch weh. Nö. Mir tut's nicht weh. Endlich mal richtig geraten. Sehr gut. Ich glaube, der ist jetzt inzwischen auch abgedankt, ne? Der Trainer. Zumindest war das mein letzter Stand. Nee, das war super, super weird. Ich kann mich noch dran entsinnen. Ich bin zur Arbeit und ich habe das halt, wie gesagt, im Podcast immer wieder gehört. Und der hat an seinem Amt super lange festgehalten. Und ich glaube, die Mutter von der Fußballspielerin hat da so richtig Terror geschoben und alles Mögliche. Und Alec schreibt gerade, er wurde abgedankt. Okay, dann hat es er nicht freiwillig gemacht, sondern wurde quasi in die Ecke geschoben. Ich weiß nur, dass das über Wochen hinweg war. Und ich dachte mir nur, Alter, das kann es doch nicht sein. Da muss was passieren. Eine Fußballgesellschaft rausgeschmissen oder so. Das kann sein, das habe ich dann nicht mehr verfolgt. Das habe ich nicht mehr verfolgt. Die Weltfußballgesellschaft sich dann, glaube ich, oder die FIFA, FIA irgendwas, sich da irgendwann eingeschaltet hat. Ja, FIFA? Glaube ich nicht. Die FIA oder wie sie heißt. Ja, FIFA ist das Spiel und FIA ist die Gesellschaft oder so. Ja. International, bla. Ja. Weiter geht's. Frage 17. Fettes Brot gibt ihr Abschlusskonzert und löst sich anschließend auf. Welcher Song ist denn der erfolgreichste von ihnen? Nordisch by Nature, Emanuela, Jein oder Schwule Mädchen? Das wird interessant. Ach, das war der Verbands... Entschuldigung, Birgi, ich möchte keine Fake News verteilen. Birgi stellt gerade richtig. Der war allerdings Verbandspräsident und nicht der Trainer. Mea culpa, und Alex schreibt, FIA ist Motorsport.
Okay, FIA ist Motorsport, was auch immer dann. Dann wird es FIFA wahrscheinlich sein. Ja, weil FIA ist Fédération Internationale Automobil oder sowas. Das stimmt. Macht ein wenig Sinn. Ja, das Orange muss definitiv noch nachgebessert werden, Lea. Das Ding ist nur, ich muss das dann an zigtausend Stellen machen. Da habe ich aktuell keine Lust. Nenn's doch einfach gelb. Nö. Oder nenn's einfach hässlich gelb. Ja, Pipi. Ist kein richtiges Gelb. Pipi komisch. alle vier Lieder sind von fettes Brot, genau. Nordisch by Nature ist es nicht. Ich wollte sagen, das ist wahrscheinlich das Kleinste. Lass die Finger von Emanuela ist es auch nicht. Okay, das war mein Guess, aber ich habe dann Jein gelesen. Schwule Mädchen? Ah. Nein. Es ist Jein. Ja. Ich kenne halt Emanuela von denen und ich habe dann Emanuela angeklickt, weil ich gedacht habe, ja klar, von den dreien ist es das. Und dann habe ich Jein gelesen und mir gedacht, Alter, das wurde sowas von rauf und runter gespielt im Radio. Mhm. Im Gegensatz zu den anderen dreien. Das hätte passen müssen. Ich poste einmal den Link in den Chat, denn Copyright und so. Moment, Tab stumm schalten. So, zip. Was ist das jetzt? Das ist das offizielle Musikvideo zu Jein. Ich kenne nur Emanuela und schwule Mädchen. Knowledge by Nature ist halt wirklich auch das kleinste und fast schon älteste von denen, hätte ich gesagt. Ich meine auch, dass das Debütlied sogar war. Also von der Zeitfolge her müsste es Knowledge by Nature, schwule Mädchen, Jein und Emanuela sein. Aber da gab es ja noch jede Menge andere. Ist nach Jein? Ich meine ja. Was? Fettes Brot Diskografie. Komm, das checken wir mal eben ganz kurz. Da. Compilation. Auf Teze ist das erste. Knowledge by Nature und Jein 95, 97. Oh, okay. Gut, dann habe ich das falsch. Mädchen 2123 irgendwo in dem Bereich. Und Emanuela müsste ich gerade wiederfinden. Das waren jetzt nur wirklich die Alben. Nordisch by Nature 95, Jein 96, Schwule Mädchen 2001 und Emanuela 2005. Ja. Jein wurde halt irgendwann im 2010er-Bereich komplett wiedergefunden. Mhm. Und dann wirklich komplett rauf und runter gespielt. Da habe ich es falsch geschrieben. Mea culpa. Ich mache auch mal Fehler. Also nicht angemeckert. Alles gut. Und die Zahlen hinter der Antwort sind die Personen, die es geklickt haben. Korrekt. Das ist korrekt, Digibu. Nix da, schäm dich. Nö. Ich kann das Format hier auch einstampfen. Da habe ich auch kein Problem mit. Frage Nummer 18. Welche Organisation wird nach dem Ende des G20-Gipfels als neues Mitglied aufgenommen? Die ASEAN, die Afrikanische Union, die OPEC oder die BRICS? Dankeschön fürs Verflüssigen, Viviana. Ich gucke gerade Nordisch by Nature das Musikvideo an. Das ist so ein 3:2 richtig 90er Rap-Video. Ja. Ist schon geil. Oh
So, zu den G20 gehören 19 Staaten, also die EU, und seit 2023 auch die Afrikanische Union an. Die Mitgliedstaaten sind Argentinien, Australien, Brasilien, China, Deutschland, Frankreich, Großbritannien, Indien, Indonesien, Italien, Japan, Kanada, Mexiko, Russland, Saudi-Arabien, Südafrika, Südkorea, Türkei und die USA. Und ich habe immer noch nicht das geändert, dass der Text da rauskommt. Aus dem Bild. Ja, weil das immer noch der falsche Text drin ist. Also vom falschen Kanal, Punkteauslöser, leider. Warum auch immer. Muss ich mir mal genauer angucken. Das mache ich dann, wenn ich auch das Orange-Orange mache. Aber Dankeschön, Birgi, für das Foto. Richtig ist natürlich die Afrikanische Union. Hatte ich ja gerade schön vorgelesen. Oben links. Aber Liffy, bezüglich Cam-Effekt, ne? Ich habe ja auch meinen Lieblingseffekt. Ich finde den nicht schlecht. Spinnender Gameboy. Aber den gibt's halt nur zufällig. Alles Klärchen, Lea. Ist denn da? Viel Spaß beim Lesen. So, wir machen mal weiter. Frage 19. Die BRD existiert seit dem 25. September länger als das Deutsche Reich. Wann wurde der Vorgänger eigentlich gegründet? 1871, 1889, 1971 oder 1989? Und Hallöchen, Freaky Airliner. Hört euch das Gaumenzäpfchen von Kuro an. Ich hab mich doch extra gemutet. Nach dem. So. Die BRD existiert seit dem 25. September länger als das Deutsche Reich. Das Deutsche Reich wurde gegründet 1871. Freaky kennt das, hat sein Buch letztens fertig gelesen, hatte nur ein Jahr gebraucht. Ey, immerhin fertig gelesen. Das letzte Buch, das ich angefangen habe zu lesen, weiß ich gerade gar nicht, wo es ist. Ich glaube, das müsste im Keller in einem Karton sein. Bin mir aber nicht hundertprozentig sicher. Frage Nummer 20. In Las Vegas gibt's so ein lustiges kugelförmiges Gebäude mit rund 57,5 Millionen LEDs. Wie heißt denn das Gebäude? The Sphere, The Palazzo, The Big Ball oder The Mirage? Nika ist seit 3 Jahren am gleichen Buch dran. Okay. Und es war schon der 7. Band von der Reihe bei Freaky. Okay. Lea hat dieses Jahr schon 74 Bücher gelesen. Bisschen wenig, Lea, findest du nicht auch? Da gehen doch noch 30. Mach die 100 voll. Und Freaky hat Andreas Grubers Todesrache gelesen. Mein Ziel war ja 100. Schaffe ich nicht mehr. Ziel sind jetzt die 80. Och, 100 geht doch klar. Es kommt ja immer drauf an, was du als Buch zählst. Ansonsten empfehle ich dir Pixie-Bücher. Die sind schnell durchgelesen. Ich
So, aber wie heißt denn dieses kugelförmige Gebäude in Las Vegas? Es ist nicht oben links. Oh. Also es ist nicht The Big Ball, es ist auch nicht The Mirage und The Palazzo ist es ebenfalls nicht. Es ist The Sphere. Das Ding ist voll lustig. Ich finde das mega. Ich finde es atemberaubend. Es ist ja komplette Energie und sonst was Verschwendung. Ja. Aber es ist lustig. Auf jeden Fall. Und wollen die so ein Ding nicht, glaube ich, auch in London jetzt noch bauen? Keine Ahnung. Stell dir das mal vor, das wäre doch super. Es wäre doch super witzig, wenn wir einfach beim Regierungsgebäude diese Kuppel einfach damit ersetzen würden. Das wär's doch, oder? Oh Gott, ey, ja, das wäre schon irgendwie lustig. Ich fände das irgendwie süß. Mein Schatz findet das auch toll, weil sein Arbeitgeber immer drauf ist. Mhm. Okay. Okay, was? Hatte 2021, wie ich nach Russland geflogen bin, ein Buch gekauft am Flughafen in Wien. War witzig, weil es darum ging, dass jemand im Flugzeug sitzt und ist doch ein guter Plan, das weiterzulesen, wenn ich wieder am selben Tag bin. Oh Mann. Wenn ich wieder am selben Weg bin. Oh Mann. Warum nicht? Wir machen mal weiter in der nächsten Frage. Der Nobelpreis für Chemie für die wegweisende Forschung zu Quantenpunkten geht in welche Länder? USA und Schweden, Japan, Russland oder China? Wobei. Oh, Kuro ist im Dilemma, er muss sich entscheiden. Ja, ich habe halt überlegt, was es sein könnte. Was sinnvoll ist. Mhm. Also im Sinne von, wer in dem Bereich noch gut forscht. Mhm. Und zu welcher Entscheidung bist du denn gekommen? Also ich hätte jetzt gesagt, dass Russland es nicht ist, weil dieses Jahr. Mhm. So. China hatte ich erst ausgeschlossen nach im Prinzip falsche Regierungsform, bin aber dann wieder, das war das, wobei China, das war das, wo ich gesagt habe, wobei China könnte es auch sein. Und ich habe angeklickt Schweden, weil ich glaube, Japan ist es nicht für Chemie. Mhm. Also sind die Antwortmöglichkeiten tatsächlich so, dass du sagen würdest, boah, schwierig, Digga. Ja. Weil sehr gut. Bei Nobelpreisen kenne ich mich gar nicht aus. Mhm. Naja, also China und Japan ist es nicht. Gut. Schweden halt auch nicht. Ja, okay, wow. Habe ich nicht erwartet. Ja, ich auch nicht. Ob irgendwo löblich ist, dass sie die Politik rauslassen. Ich wollte gerade sagen, das Ding ist halt auch, warum willst du sowas dann auf Grundlage von irgendwelcher Herkunft dann abhängig machen, ne? Also ich verstehe beide Seiten irgendwo, aber es ist halt wirklich, wie du sagst, löblich, dass das halt komplett außen vor gelassen wird. Weil was kann der Chemiker dafür, dass er in einem Land geboren ist, das jetzt halt gerade Scheiße baut? Oder mit Scheiße baut. Bleiben wir mal politisch korrekt. Mit Scheiße baut. Kann er ja nichts für. Ist ja nicht seine Entscheidung. Solange er nicht mit dem Chemiebaukasten irgendwelche Sachen macht, die dann, naja. Egal. Frage 22. Aus welchem Land kamen die Opfer des islamistischen Terroranschlags, der im Oktober vor einem Fußballspiel stattfand? Kamen die aus Russland, aus der Schweiz, aus Schweden oder aus Belgien? Und ja, ich weiß, das ist ein Thema,
muss das in der Quizshow drin sein? Da kann man sich drüber streiten. Ich habe auch echt lang überlegt. Aber das gehört leider auch zu diesem Jahr mit dazu. Jo. Und das ist natürlich etwas, was es nicht zu entschuldigen gibt. Es tut mir unfassbar leid um die Opfer und um die Angehörigen und um alle, die da mit zu tun haben und hatten. Die Opfer kamen bei dem Länderspiel von den Schweden ums Leben. So, die Punkte werden verteilt. Und es geht weiter mit Frage 23. Wer wird als erste Frau zur neuen Vorsitzenden der IG Metall gewählt? War das Christine Lagarde? War das Christiane Benner? War das Caroline Lüttgers? Oder war das Christa Zimmermann? Tipp von mir: Der Vorname fängt mit C an. Ja, ich weiß, das ist ein guter Tipp. Ja, okay, ich habe das ironische Wow verstanden. Sagen wir es mal so, ich glaube, die Caroline war es nicht. Um einen ernsthaften Tipp hier abzugeben. Vielleicht hat es ja noch dem einen oder anderen geholfen. Oder die Person weiß dann jetzt so, oh shit, naja. Nächste Frage wird kommen. Zur ersten Vorsitzenden der IG Metall wurde Christiane Benner gewählt. Vorletzte Frage. Ja, die Punkte werden noch gesendet. Ach, jetzt. Jetzt darf ich loslegen. Frage 24. Wie viele Oscars gewann der Film Im Westen nichts Neues bei der Verleihung dieses Jahr? Keinen, zwei, vier oder sechs? Was gewinnt derjenige mit den meisten Punkten? Frag für einen Freund. Das ist heute just for fun. Wenn es was zu gewinnen gäbe, hätte ich das angekündigt. Und meistens haben wir es so gemacht, dass der beste Non-Sub dann einen Sub geschenkt kriegt. Was verliert die Person mit den wenigsten Punkten? Gar nichts. Denn ganz, ganz wichtig, egal ob Plus- oder Minuspunkte, wir lachen nicht über Leute, die Minuspunkte haben, weniger Punkte haben oder sonst was. Und Hallöchen, Flasania. Du kannst nicht mehr anklicken, Flasania, das ist ja schade. Aber wüsstest du denn die Antwort? Du kannst ja mal in den Chat schreiben, was du denkst, was es ist. Vier. Oder sechs. Ja, was denn jetzt? Oder zwei. Habt ihr den Film denn schon geguckt? Ich habe ihn nicht gesehen. Flasania sagt ja, der ist mega. Okay. Ist auch ganze vier Oscars wert?
Also wie gesagt, ich habe ihn nicht geguckt, weil Kriegsfilm. Oh. Ja. Oh. Ich möchte ihn nicht sehen. Mir geht sowas immer zu tief. Okay, kann ich verstehen. Mir sagt halt schon alleine das Genre nicht zu. So, und ich meine, jetzt müsste die letzte Frage kommen. Jetzt ist nochmal Zeit, Pluspunkte zu sammeln oder im Fall von Kuro oben links zu klicken. Die Frage lautet, welcher Song stand November 2023 ist der meistgestreamte Song auf Spotify? Ist es Tones and I mit Dance Monkey? Ist es The Weeknd mit Blinding Lights? Ist es Ed Sheeran mit Shape of You? Oder ist es Louis Capaldi mit Someone You Loved? Quelle ist im Übrigen Statista. Hatte mich nur gewundert, dass Statista so eine Auflistung hat. Dachte ich mir. Gut, klingt verrückt. Nehme ich mit auf. Das Thema Musik ist so ein bisschen mau besetzt gewesen. Uff, ich kenne nur ein Lied davon. Okay. Welches denn, Bergi? Ich kenne 2 bis 3. Das von Ed Sheeran. Also ich kenne 3 auf jeden Fall. Also Tones and I müsste Dance for me, Dance for me, Dance for me. Oh, oh, oh. Genau. The Weeknd mit Blinding. Oh Gott. You're gonna shake. Nee. Oh Gott, warte. Ich kann es nicht singen, aber ich kenne es. Das hat so eine eingängige Melodie eigentlich. Aber ich komme da jetzt nicht. Genau. Das ist so ein. Ich wollte jetzt nicht Cha-Cha sagen, weil es nicht stimmt, aber halt so ein. Relativ einfach auf dem Klavier zu erlernendes Lied ist. Ja. Ja, wobei das Lied an sich ja relativ schön ist. Das stimmt. Und Blinding Lights ist. Ja, Kuro kann singen. Hört, hört, wir kriegen Kuro hier heute noch zum Singen. Das ist ja mega. Also so richtig geil, 80er Retro-Sound. Punk irgendwas. Ja. Wow. Nur ein Wow, nur für dich, Kuro. Und da, du hast gerade ein Wow bekommen. Oh. Sie sind sehr akkurat rasiert, Herr Antus. Doll demonstriert. Wow. Ich werde es dem Barber weiterreichen, diese Information das nächste Mal. So, aber richtig ist The Weeknd mit Blinding Lights. Mm. Jetzt muss ich aber eins googeln, was ich nicht kannte. Someone You Loved? Yep. Welches es ist, weil... Kuro, der alte Chorknabe. Wobei ich immer Tenor singen musste, weil ich einer der wenigen Kerle war, die sich getraut haben, so hoch zu singen. Hm. Ich habe nie gesungen. Und, die anderen Kerle waren immer so, ja, das ist doch nicht männlich genug. Alter, halt's Maul, ich hab einen Bart. Das reicht für die Männlichkeit. Außer bei Nika im Stream. Da habe ich gesungen. Mehrfach. Verdammt. Beweisvideos davon. Scheiße. So, dann schauen wir mal, wie wir hier heute abgeschlossen haben. Schauen wir uns mal die Resultate an. Herzlichen Glückwunsch, Bergi. Sie sind der Gewinner der heutigen Show. Gratulation. Auf Platz 2 ist Unbekannt mit 21.000 Punkten. Auf Platz 3 Freaky, auf Platz 4 ist Alec, auf Platz 5 Flasania, Unbekannt auf der 6, Huhai auf der 7, Nika auf der 8, Unbekannt auf der 9 und Kuro auf der 10. Yay, letzter.
Wie kann ich 3 sein mit Minus? Naja. Rigani ist nicht da? Das geht. Ja, Flasania, wenn du eine Frage halt dementsprechend gut oder schlecht beantwortet hast, wirst du trotzdem mit aufgenommen. Von daher, alles gut. Bei mir waren es 2 Fragen. Eine richtig, eine falsch. Reden wir nicht drüber. So, damit haben wir den Final Score aufgelöst. Yay. Das war der Jahresrückblick.